Was geht, Leute? Der Danny wieder mal hier. Pokémon, Karmesin und Purpur ist komplett. Der zweite DLC-Part, die Indigo-blaue Scheibe, ist letzte Woche veröffentlicht worden. Und selbstverständlich habe auch ich mit euch gemeinsam auf meinem Twitch-Kanal den zweiten DLC-Part gemeinsam gespielt, genossen und analysiert. Ich habe so ziemlich genau jetzt 6 Stunden aktiver Spielzeit in dem DLC verbracht. Das ist in etwa das, was ich damals in dem ersten Part die türkisgrüne Maske hatte. Ich habe die Story durch, ich habe ein paar Events mitgenommen, die aus dem DLC entsprungen sind. Ich habe noch nicht alles gesehen. Ich bin noch nicht bei 100%, aber ich denke, ich habe genug, um mir eine Meinung bilden zu können und um auch einschätzen zu können, ob sich das Gesamt-DLC-Paket jetzt überhaupt am Ende gelohnt hat oder eher nicht. Allem voran ist mir aufgefallen, dass der zweite DLC-Part von der Community ziemlich in der Luft zerrissen wurde. Die Stimmung auf Social Media gegenüber dem DLC-Part war eher negativ gestimmt. Auf Metacritic liegt der User-Score derzeit bei 4,2. Das ist noch ein Ticken schlechter als der erste Part, der es bis heute auf einen Score von 4,9 immerhin geschafft hat. Wenn auch jetzt nicht so viel besser. Bei den Reviews sieht es ein bisschen anders aus. Die waren nicht ganz so hart und haben bisher eine Gesamtpunktzahl von 74 von 100 Punkten erzielen können. Man merkt, hier gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander und auch bei der Community untereinander scheinen die Meinungen etwas zu polarisieren, denn bislang gibt es nur positive oder nur negative Bewertungen. Und es würde mich wirklich interessieren, was ihr dazu in den Kommentaren sagt. Deswegen schreibt mir gerne, ganz egal, ob ihr den DLC gespielt habt oder nicht, sagt mir gerne auch, wenn ihr ihn nicht geholt habt und warum. Achso, und wenn ihr schon auf dem Weg nach da unten seid, dann lasst mir gerne ein Like auf dem Video und ein Abo da. So ganz kann ich den Hate auf die indigo-blaue Scheibe diesmal nicht nachempfinden. Ich kann ihn verstehen, aber ich fühle ihn diesmal nicht so ganz. Denn ich persönlich finde, bis auf einen sehr großen Punkt, der auch, glaube ich, die Gesamtwertung im Ganzen runtergezogen hat, dass die indigo-blaue Scheibe als zweiter DLC-Part sogar etwas besser gewesen ist als sein Vorgänger, die türkisgrüne Maske. Den größten Kritikpunkt möchte ich allerdings gleich vorwegnehmen und bestätigen, denn ja, die technische Performance des zweiten DLC-Parts ist unter aller Sau. Die indigo-blaue Scheibe läuft tatsächlich performance-technisch schlechter als sein Vorgänger und auch der lief schon schlechter als das eigentliche Main-Game. Was genau meine ich damit? Nun, Frame-Einbrüche etc. waren wir zwar schon gewohnt, allerdings, dass es wirklich zu so argen Lags kam und auch stellenweise Freezes, also dass das Bild wirklich für 1 bis 2 Sekunden stehen geblieben ist, ehe es weiterging, das ist mir nicht aufgefallen in Kitakami. Schon sehr witzig. Es ist einer Person, es ist aufgefallen in den Kommentaren. Boah, die Lags sind ja. Das ist eine Katastrophe, Alter. Das war vor allem am Anfang besonders stark zu merken. Nach und nach hat sich das so ein bisschen eingependelt. Es könnte also sein, dass es so diese Erstbesuche gewesen sind, die die Switch halt irgendwie oder das Spiel an sich ein bisschen aus der Fassung gebracht haben. Aber es war schon sehr unangenehm. Dass das Spiel etwas leer und monoton aussieht, rolle ich jetzt hier nicht zum 10. Mal auf. Ich muss allerdings sagen, innerhalb dieser Terra-Kuppel wirkte es zumindest etwas abwechslungsreicher als in Kitakami, was allem voran, glaube ich, dem geschuldet ist, dass wir hier halt 4 unterschiedliche Biome haben, wo es mal schneit, dann haben wir hier eine Wüstensteppe, dann haben wir hier irgendwie eine Wiese mit Gras und so weiter. Das hat das Ganze so ein bisschen gerettet. Es hat natürlich aber immer noch die alten matschigen Texturen. Aber worum geht es eigentlich in der indigo-blauen Scheibe? Im Rahmen eines weiteren Schüleraustauschprogramms landen wir wieder einmal in einer anderen Region, diesmal in Einal und in der etwas weird und offen gesagt leicht lazy designten Blaubeer-Akademie, aka Tetris City. Storytechnisch wird hier angesetzt, wo die türkisgrüne Maske aufgehört hat, nämlich die ganze Geschichte mit Hana und Jo. Und allem voran auf Jo habe ich mich persönlich am meisten gefreut und das war der Grund, warum ich tatsächlich auch ein bisschen gehypt auf den zweiten Teil gewesen bin. Mal schauen, wie das so lief. Wir sind also der Austauschschüler, der Außenseiter, der Sonderling, der jetzt auch noch komischerweise in der Liga AG dieser Akademie als Herausforderer antreten soll, obwohl das eigentlich gar nicht so üblich ist.
Ja, denn die Blaubeerakademie hat eine eigene Liga-AG mit Champ und Top 4, die natürlich erstmal alle abstimmen müssen darüber, ob das okay ist und regelkonform, dass ein Außenseiter aus einer ganz anderen Akademie sich jetzt in deren Reihen als Herausforderer versucht. Und wie soll es anders sein? Selbstverständlich ist damit nicht sofort jeder einverstanden. Es gibt Gegenstimmen, die sagen, es ist gegen die Regeln und das verspricht erstmal eine coole Storyline zu werden. Leider ist das Ganze aber eigentlich komplett egal, ob da jetzt irgendwer Ja oder Nein sagt, denn am Ende wird halt trotzdem hauptsächlich für Ja abgestimmt und es ist dann auch irgendwie einfach völlig useless, dass irgendwer jemals mal Nein gesagt hat. Bisschen verschenktes Story-Potenzial, aber gut. Wir sollen jetzt also gegen die Top 4 antreten und im Anschluss dann gegen den Champ, der Jo ist. Jedes einzelne der vier Biome hat seinen eigenen Top 4-Kämpfer und die lassen uns nicht einfach so gegen sie kämpfen, nein, wir müssen vorher eine Top 4 Challenge absolvieren. Und ich bin ehrlich, ich habe das gehört und dachte mir so, das wird jetzt wahrscheinlich wieder darauf hinauslaufen, dass wir unnötig viele Spielminuten damit verschwenden, irgendwelche viel zu einfachen Aufgaben zu erledigen. Aber nein, ehrlich gesagt, fand ich diese Top 4 Challenges sogar ganz cool. Meine Lieblingsaufgabe war es zum Beispiel, dass wir ein besonders scharfes Sandwich machen sollten. Jetzt durften wir allerdings nicht unsere eigenen Materialien nehmen, sondern mussten uns mit einem Team aus Trainern austauschen, mussten halt quasi gegen die einen kämpfen, die haben uns die eine Zutat gegeben und dann zu wem anders hingehen, mit dem das dann tauschen und so ein bisschen nachdenken, was mache ich jetzt zuerst, zu wem gehe ich jetzt zuerst hin, mit wem tausche ich jetzt was, und da musste ich etwas tun, was uns all die letzten Monate mit den letzten Releases irgendwie immer abgenommen wurde, und das ist nachdenken. Das war cool, das hat echt Spaß gemacht. Eine andere Top 4 Challenge ist ein clever eingebautes Tutorial für ein neues Feature gewesen, zu dem ich gleich etwas sagen möchte. Dann habe ich zu kämpfen begonnen und mich offen gesagt beim ersten so ein bisschen darauf eingestellt, naja, das ist jetzt mehr oder weniger so ein kleines Steinchen als jetzt eine wirkliche Hürde zum Champ hin. Aber nee, das war dann doch ein bisschen anders. Die Kämpfe der Top 4, die hatten es tatsächlich in sich, Alter. Gerade der Drachentrainer Levi hat mir wirklich bis auf ein letztes mein ganzes Team ausradiert. Es sind sehr viele Top-Beleber und sehr viele Top-Genesungen draufgegangen. Ich habe ihn am Ende gewontried, aber das war wirklich nicht ganz ohne. Und auch die KI war diesmal um einiges cleverer und sehr strategisch. Dann kam das Champion-Match gegen Jo. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe auf Twitter ein bisschen was mitbekommen von Leuten, die halt geschrieben haben, wie krass Jo ist und wie unfassbar schwer der Boy ist. Und ja, der Boy ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ich war leider am Ende des Tages dann doch ein bisschen überlevelt, glaube ich. Ich habe ihn auch gewontried. Es war aber tatsächlich immer noch ein sehr geiler Kampf. Also es hat immer noch sehr viel Spaß gemacht. Da war nicht viel mit One-Hits. Da ist man nicht durchspaziert. Und das fand ich so geil. Es war schwer auf eine geile Art und Weise. Chapeau, Game Freak. Das hat Spaß gemacht. Bis hierhin ist diese gesamte DLC-Story aber irgendwie so ein bisschen Hintergrund brodeln. Es wurde hier und da mal erwähnt, dass Jo sich irgendwie verändert hat und dass er jetzt irgendwie voll am Durchdrehen ist und so weiter und so weiter. Aber bis auf ein paar kleine kurze Textboxen war da eigentlich nie so super viel. Ab dem Kampf mit Jo ging die ganze Story dann allerdings erst so richtig los. Denn wir sind danach mit Hana, Jo, Miss Brianna in den Schlund von Paldea gereist, um Terrapagos zu suchen. Oder Terrapagos. Zerfetzt euch gegenseitig in den Kommentaren, wie es ausgesprochen wird. Ich werde bei Terrapagos bleiben wahrscheinlich. Hier war das emotionale Hin und Her wirklich auf einem Peak. Wir hatten am Anfang einen eingebildeten, rotznäsigen Jo, der nach unserem Kampf wieder vollkommen am Boden zerstört war und danach als Reaktion darauf eben dann völlig durchgedreht ist, als er Terrapagos gesehen hat. Und ich mag sowas ja. Ich bin immer für die Edgelords, die irgendwie emotional instabil sind in irgendwelchen Pokémon-Spielen. Und das war genau das, worauf ich so viele Jahre gewartet habe. Ich brauchte einfach mal genau so einen Charakter, der einfach mal komplett durchdreht. Das fand ich cool. Ich will nicht sagen, dass es perfekt war. Es war kein storytechnisches Meisterwerk, was das Rad neu erfunden hat. Das natürlich nicht. Aber für Pokémon-Verhältnisse war das schon wirklich sehr, sehr, sehr solide. Und auch die Suche und der Kampf gegen Terrapagos schließlich am Ende, bei dem wir übrigens den neuen Terra-Typen Stellar kennengelernt haben, war wirklich einfach unterhaltsam. Allem voran der Kampf. Der war wirklich spannend. Bisschen schade finde ich, dass wir Stellar nicht als weiteren richtigen Typen haben. Denn es ist genau so, wie ich es damals schon predicted habe. Es ist quasi ein Typ, der
alle Typen miteinander in sich vereint und daraus dann eben die Energie für jeden anderen weiteren Typen Boost dann nimmt. Was bringt der DLC sonst noch so mit? Nun, selbstverständlich einen ganzen Schwung neuer Pokémon und auch eine Handvoll neuer Pokémon-Formen, die, boah, sind okay. Außerdem einen ganzen Schwung neuer legendärer Pokémon, die man jetzt fangen kann, indem man sogenannte BP sammelt mit Quests, die man zum Teil alleine für manche einzelne, aber nur mit Freunden online gemeinsam erreichen kann. Es gibt Leute, die das so ein bisschen kritisieren, dass man für Rayquaza, Zekrom und Kyurem, glaube ich, waren es, gezwungen ist, mit anderen Leuten online eben zu spielen. Ich persönlich muss sagen, es sind drei Pokémon, die nun mal darauf ausgelegt sind, dass man halt so ein bisschen natürlich die Leute auch irgendwie dazu bringen will, dass man sich Nintendo Online kauft. Ich finde es halt dennoch okay. So. Viel interessanter allerdings sind die beiden neuen Features, die wir mit dem DLC bekommen. Eins davon erfüllt mir einen wahnsinnig langen Traum, frei durch die Gegend fliegen zu können, ohne irgendwie erst irgendwo hochklettern und runterspringen zu müssen, sondern einfach von da, wo man ist, in die Lüfte fliegen und alles von oben sehen. Und das nicht nur innerhalb der DLC-Gegend, sondern wirklich überall, auch in Paldea. Leider muss man dazu sagen, es wirkt alles etwas langsam durch den Flugzeugeffekt. Hier wäre es cool gewesen, hätte man zumindest so einen Boost, so wie beim Fahren mit Miraidon oder Koraidon eben auch, noch mit eingebaut, dass man so einmal mit ein bisschen Anschwung dann durch die Lüfte saust. Aber gut, ich finde es trotzdem cool. Und es gibt jetzt das wohl coolste Item überhaupt, und zwar die Synchromaschine. Leider ist das keine Box, die jetzt Voice-Over hinzufügt, aber es ist trotzdem cool. Man setzt sich das Ding irgendwie auf und dann werden die Gehirnwellen von dir mit deinem Pokémon synchronisiert und du kannst jetzt mit oder als dein Pokémon selbst durch die Gegend rennen, laufen, mit Echtzeit Knopf drücken, gegen Pokémon kämpfen und dich mit dem prügeln. Es erinnert mich so ein bisschen an Pokémon Let's Go, denn jedes einzelne Pokémon hat quasi auch so seine eigenen Laufanimationen und das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Ich hätte echt damit gerechnet, dass das eine technische Vollkatastrophe wird. Und ich werde das Gefühl nicht los, denn im Endeffekt ist es einfach nur ein Autokampf plus. Ich weiß nicht wieso, aber dieses Feature hat jetzt nicht so einen übermäßig großen Sinn. Es fühlt sich ein bisschen an wie so ein Hint auf etwas, was in der Zukunft kommen könnte. Dass wir vielleicht in nachfolgenden Spielen so eine Art Echtzeit-Kampfsystem kriegen, wo wir als Pokémon oder aus der POV der Pokémon selber dann die Kämpfe irgendwie führen können oder sowas. Das fände ich ganz interessant. Bin mal gespannt, ob ich mich da irre oder ob da vielleicht sogar was dran ist. Was meint ihr dazu? Würdet ihr das feiern? So eine Art alternative Echtzeit-Kampfsystem, das so ein bisschen sich von dem abhebt, was wir jetzt die letzten 20, 25 Jahre hatten? Also was ist mein Fazit? Die indigo-blaue Scheibe auf jeden Fall besser als die türkis-grüne Maske im Ganzen. Ich habe jetzt ganz viele Punkte genannt, die ich cool fand, die mich gefreut haben, die Spaß gemacht haben. Und das ist es auch. Es hat auch Spaß gemacht. Ich hatte bisher wirklich Spaß im DLC. Und es waren viele Sachen dabei, die mich sehr gefreut haben und bei denen ich gedacht habe, das hier könnte in eine richtige Richtung gehen. Jetzt ist es allerdings so, ich möchte auf der anderen Seite auch den DLC nicht allzu sehr in den Himmel loben. Denn technisch ist er eine Katastrophe. In dem, was er macht, ist er solide. Im Vergleich zu anderen Spielen aber immer noch unterdurchschnittlich. Ich sehe immer so ganz viel Potenzial hinter solchen Dingen, dass ich dann anfange zu feiern und zu hypen. Aber am Ende ist es dann einfach nicht vollstens ausgereizt worden. Und das finde ich schade, denn auch die Story, so gut sie im Verhältnis für Pokémon-Verhältnisse war, hätte doch tatsächlich hier und da einfach nicht so fast-paced sein müssen. Aber jetzt die wichtige Frage, lohnte sich der DLC insgesamt? Sind die 30 Euro hier wirklich wieder reingekommen an Spaß, Unterhaltungswert? Und das finde ich schwierig zu beantworten. Ich habe mit beiden DLCs Spaß gehabt und mit beiden DLCs wird das Spiel erweitert. Insgesamt haben wir halt quasi um die 11-12 Stunden Spielzeit dazu gewonnen und wenn man nicht allzu rusht, wahrscheinlich sogar noch mehr. Dennoch brennen die 30 Euro immer noch so ein bisschen. Allem voran einfach, weil die technische Umsetzung so wack ist. Also ein 10er oder zumindest ein 5er weniger hätte es auf jeden Fall getan, aber am Ende müsst ihr halt für euch selber entscheiden, ob ihr das Geld habt, ob ihr es dafür aufbringen möchtet, noch ein paar Stunden
dieses Spiel halt weiter spielen zu können. Aber wenn ihr Sammler seid und auch ein bisschen auf Grinden steht, dann ist allem voran der zweite Part wirklich gut dafür geeignet, denn mehr Pokémon, mehr legendäre Grinding-Farming-System mit diesen BP-Punkten und so weiter und so fort, da kann man seinen Spaß dran haben, ja. Ich persönlich muss sagen, ich finde die neuen Features cool, die haben mich sehr gefreut. Auch die Legis, die jetzt mit dazu kamen, fand ich sehr nice. Einige Charaktere, generell einige Charaktere, die wirklich irgendwie auch ein bisschen Substanz hatten, das sind halt so Sachen, die sind mir persönlich wichtig. Deswegen, für mich hat sich der DLC schon gelohnt, ja. Aber was sagt ihr? Meinungen, Ansichten und Kommentare wie immer unten in die Kommentarbox. Auf dem Weg dorthin kommt ihr an meiner Videobeschreibung vorbei. Dort gibt es auch einmal sämtliche Links zu meinen sozialen Netzwerken und zu meinen Partnern. Folgt mir auf Twitch! Das war's von mir. Im nächsten Video sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein, Leute, und ciao, ciao.